Herr Pischnik, Sie haben mit Wandelbots das erste Startup des neuen Smart Systems Hub in Dresden gegründet. Können Sie kurz sagen, was Wandelbots macht? Ja, genau. Also wir nehmen uns das Problem an, dass im Grunde heute die Frage, wenn man Roboter irgendwo einsetzen möchte, in Produktionsanlagen zur Automatisierung, die Integrationskosten und vor allem der Anteil der Kosten der Software ein entscheidender Hinderungsfaktor sozusagen ist. Und das Problem ist auch, dass jedes Mal relativ hohe Kosten entstehen, wenn sich Arbeitsprozesse ändern, im Grunde um die Roboter umzuprogrammieren. Und es hat noch einen zweiten Aspekt, das ist im Grunde, dass viele Firmen das Know-how gar nicht so richtig im Unternehmen haben, sondern da ganz stark auf externe Dienstleister, Systemintegratoren angewiesen sind. Das hängt im Wesentlichen mit der Komplexität dieser Software zusammen. Und was wir im Grunde machen, ist Technologien zu entwickeln und ein Produkt zu bauen, das ermöglicht, den Betreiber von Robotern, die jetzt nicht wirklich einen Programmierhintergrund haben, selbstständig oder in die Lage zu versetzen, dass die Leute selbst ihre Roboter programmieren können. Und das machen wir eben mit verschiedenen interaktiven Konzepten. Eine Sache dabei ist eine intelligente Jacke, die im Grunde die Bewegung des Menschen erfasst und auch Feedback gibt. Und ich kann dem Roboter sozusagen durch Vormachen zeigen, wie eine bestimmte Aufgabe funktioniert. Die Software lernt dann im Grunde, wie ein bestimmter Automatisierungsprozess ablaufen muss und ist dann am Ende in der Lage, diese ganze Regelung und Steuerung automatisch zu generieren. Wie hat Ihnen der Smart Systems Hub geholfen bei der Umsetzung dieser Idee? Ja, also das Ganze war mehr oder weniger so aus dem Forschungshintergrund entstanden, die Idee, aber ohne Projektrahmen. Das heißt, am Anfang war das mehr oder weniger alles ein nebenbei Hobby-Feierabend-Projekt. Haben dann die Möglichkeit gekriegt, das auf einer größeren Bühne zu präsentieren und haben dann relativ schnell gemerkt, dass dann ein großer Bedarf wirklich besteht und eine große Nachfrage. Und wir waren eben alle Software-Technologen und uns hat ein bisschen Background gefehlt, gerade im Bereich die Anwender, im Bereich Hardware und auch Connectivity, aber eben vor allem die Anwendungsgebiete. Und der Smart Systems Hub hat im Grunde alle diese Stakeholder, die uns gefehlt haben, um daraus irgendwie wirklich ein Produkt zu machen, zu uns gebracht oder uns denen, um uns quasi zu helfen, dann am Ende wirklich eine sinnvolle Produktidee zu machen. Sie hatten gesagt, Infineon oder Bosch als Industriepartner? Ja, es sind sicherlich viele Partner über das Netzwerk Silicon Saxony in Dresden. Ist natürlich die ganze Halbleiterelektronik, die für uns ein total spannender Kunde ist, irgendwie hier vertreten. Und Infineon ist sozusagen ein ganz starker Treiber von dieser Sache gewesen, haben uns viel unterstützt durch Gespräche, durch auch zeigen, wie es wirklich in der Fab läuft, um uns auch lernen zu lassen, was dann tatsächlich die Anforderungen für ein Produkt in der Realität sind. Alles klar, vielen Dank.